Die haben ja ein vitales Interesse daran, mich zu vernichten. Warum auch immer, ich weiß nicht warum. Ja, wahrscheinlich geht es einfach nur um die Scheißdominanz auf diesem Planeten, wenn das überhaupt ein Planet ist. Hallo und willkommen zu Vertex Blaster auf der Ouya. Vertex Blaster ist ein kleines, nettes, rasantes Shoot'em-up. Das erinnert vom Design her einmal an Tempest, ja, und auch an die Vectrex-Spiele, die ja alle mit Vektorgrafik arbeiten. Ja, also diese Gitternetz-Optik. Ich finde das unheimlich geil. Und es gibt hier verschiedene Modi. Ich fange mit dem Arcade-Mode an. Das ist wohl so das, was man am ehesten spielt. Meteor-Schauer. Ist dann, da fallen dann Meteore drauf und man muss sich drauf konzentrieren, weil es ist immer mehr als einer. Survival ist dasselbe wie Arcade, glaube ich, als nur auf Zeit. Und Scavenger ist ganz fies. Da hat man nur einen begrenzten Munitionsvorrat. Und wenn ich sage begrenzt, meine ich ganz, ganz schlimm begrenzt. Ja? Also ich habe schon Probleme zu spielen, wenn ich unbegrenzt Munition habe. Und deswegen bleibe ich lieber bei dem Arcade-Mode. Hier kann man jetzt den Super-Laser auswählen. Ich habe keine Ahnung. Ich nehme jetzt einfach mal Quad. So, das ist ein Dual-Stick-Shooter. Mit dem linken Analog-Stick lenke ich den Flieger über die Oberfläche. Und mit dem rechten lenke ich den Schuss. Es ist eine ziemlich hektische Angelegenheit. Ja, weil man neigt ja dazu, also ich zumindest, mich auf den Gegner zu konzentrieren, den ich gerade sehe. Und die anderen bewegen sich ja aber auf mich zu. Ja? Die haben ja ein vitales Interesse daran, mich zu vernichten. Warum auch immer, ich weiß nicht warum. Ja? Wahrscheinlich geht es einfach nur um die Scheißdominanz auf diesem Planeten, wenn das überhaupt ein Planet ist. Ja? Wie immer geht es immer nur um Macht. Ja? Wollen mich vernichten und ich muss mich wehren. Ganz einfach, ja? Wie sich das gehört. So. Boah, ist schon was los hier? Ja, oh. Ja, ich stelle mich aber nicht so blöd an wie beim Probespielen. Das heißt, naja, fast. Es ist nur halt mal so hektisch, dass man manchmal einfach nicht sieht, was noch so alles auf einen zukommt. Ja, weil man tendiert dazu, immer in die Richtung zu gucken, in die man schießt, beziehungsweise in die man flieht. Und bei jemand wie mir, der Schwierigkeiten hat, sowas zu koordinieren, ist meistens Fliegen und Schießen dieselbe Richtung. Ja, also ich muss das ganz, ganz hart lernen hier gerade. Weil ich bin doch so mehr das lineare Spiel gewohnt. Ja? In dieselbe Richtung schießen wie fliegen. Ja, egal. Das Schöne an dem Spiel ist, wow, das ist so ein bisschen wie Centipede hier gerade. Das Schöne an dem Spiel ist, man kann sofort wieder einsteigen. Ja? Game over, Knopf drücken, weiter geht's. Nicht irgendwelche deppen Highscore-Listen oder Game over-Bildschirme, ja, die man erst ewig wegdrücken muss. Nein, es geht sofort weiter. Das schätze ich sehr. Weil das fördert meiner Meinung nach auch so dieses Feeling, dass, okay, einmal spiele ich noch, ja. Ja, weil man immer denkt, naja, gut, einer geht noch, weil ich bin ja sowieso dann wieder drin, ja. Das ist gar nicht so blöd gemacht, das ist bestimmt Absicht, ja. Ah. Da fällt mir ein, ich will ja immer noch eine Vectrex haben. Und ich beobachte das schon lange. Aus irgendeinem Grund schiebe ich aber die Anschaffung von seiner Vectrex schon sehr lange vor mir her. Ich weiß jetzt gar nicht warum. Ja? Es ist irgendwie. Ich zögere immer. Ja? Und solange ich das beobachte, ist es so: eine Vectrex, eine nackte, in einem halbwegs gescheiten Zustand, ohne irgendein Spiel, ohne Zubehör, geht es auch weg für 80 bis 100. Ja? Euro. Mittlerweile, ich weiß nicht warum, aber mir kommt es so vor,
als wären die Preise geschrieben. Ja, auf manchmal fast das Doppelte. Nur fürs Grundgerät. Und das ist sowas, wo ich sage, na, nicht. Ja, Mopi nicht. Ja. Und dann ist es auch immer so, manchmal versuche ich natürlich auch Pakete abzupassen, wo vielleicht ein paar Spiele dabei sind oder die Overlays, weil die Overlays machen das Ganze ja erst richtig schön. Ah, naja, wie gesagt, ich zögere noch, ich schieb's von mir her. Dabei stehe ich total auf diese Optik, ne? Fällt mir ein, ich hab doch hier die Extrawaffe. Mal gucken, was die so kann, ne? Okay. Da ist dann jemand da. Ich finde das total geil. Ja. Auch wenn ich hier ständig abkacke, es ist so rasant und schnell, es ist mir eigentlich völlig egal. Das Einzige, was mich ein bisschen fuchst, ist, dass ich jetzt natürlich außer den Sachen bis jetzt hier... Wow, 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 wer bist du denn? Okay. Ich wollte gerade sagen, ich erfahre halt keine neuen Gegner im Moment, weil ich nicht weiterkomme. Der Wurm war so der Letzte. Ja. Aber das macht mir nichts aus. Ne? Ich habe nicht das Gefühl, da jetzt eine Niederlage zu erleben und dann irgendwann frustriert aufzuhören. Gar nicht. Ne? Also, ich habe das Probe gespielt neulich und da habe ich erst aufgehört, als ich richtig müde davon wurde, weil ich nicht mehr auf den Bildschirm gucken konnte. Ne? Also es ist schon ein Spiel, das einen packen kann. Ne? Und nicht auf jeden Fall. Es ist schön arcadisch, ich mag das. Ja, jetzt mach ich dich weg. Ja. Ah, der ist nämlich reingerast, absichtlich. Kamikaze, Arschloch. Ja. Ja, komm, was soll's. Es ist auf jeden Fall... Ah, Mensch. Konzentrier dich mal wieder ein bisschen. Hm? Also es ist von allen kleinen... Indie-Spielchen in letzter Zeit ist das im Moment mein Favorit. Hm. Ja, geht doch. Man muss immer die eigenen Bewegungen von den anderen mit einbeziehen. Ach Mensch. Ja, das ist doof. Genau. Also fassen wir mal zusammen. Es erinnert an Tempest. Es erinnert an Vectrex-Spiele. Und es erinnert an Centipede mit dem Wurm. Ja? Hübsche Elemente dran. Ja, gibt's nix. Ah! Ich verlang's einfach nicht. Da kommt er, der Meteor. Okay, jetzt läuft's gerade ganz gut hier. Eine Fresse, jetzt kann schon was los. Oh. Wer bist du denn? Hey, ich habe einen besseren Schuss gekriegt oder sowas, kann das sein? Auch ja. Ja, der Schuss war eindeutig besser. Sehr? Ja. Ah! Ah, das gibt's ja nicht.
Nee, ich bin ein bisschen müde. So langsam. Ich werde mal, genau, hier. Play. Meteor Shower. Da hat man Türme als Hindernisse. Man kann die loswerden und drauf schießen. Aber das kostet natürlich Zeit. Wenn er weg wird. Und dann kommen auch irgendwann die anderen noch, um ganz zu nerven. Was war das jetzt? Wo kam der her? Lauter kleine Eiffeltürme. Nein! Nicht reinrennen. Aufschließen. Wenn man die Hindernisse nicht mehr hat, ist es nicht mehr ganz so schwer. Ja, genau, da ist Nummer 1. Ja, immer schon an den Turm denken. Nein! Ja, den einen gedacht, den anderen nicht gesehen hinten. Mach die Augen auf, du Kerl. Ja, geht. Ah! Junge! Es ist. Wirklich eine sehr, sehr coole Angelegenheit. Also mir gefällt das. Ja? Es ist auch sau schwer, aber es ist nicht die Spur frustrierend. Ich finde, das ist eine erstaunliche Mischung. Weil man immer das Gefühl hat. Oh, Highscore. Nett. Ah, jetzt muss ich ja meinen Namen eingeben. Das mache ich natürlich gern. Aber jetzt werden wir den anders nehmen und den Game Mode nochmal wechseln. Survival. Survival ist offensichtlich einfach auf Zeit. Ja, alles klar. Ja, scheint jetzt strukturell so dasselbe zu sein wie normal, wie Arcade, nur auf Zeit. Ja, ist natürlich die Frage, ja, wie viel Zeit man überstehen muss, um in die Highscore-Liste zu kommen. Ich hätte aber keine Lust danach zu gucken. Jo. Ah. Okay, das haben wir jetzt auch. Was haben wir denn noch? Wir können. Ja, Scavenger Mode. Zeige ich jetzt halt mal, ist aber sehr deprimierend. So, jetzt habe ich keine Emotion mehr. Und nur durch Rumfliegen. Umfahren, also warten, baut die sich wieder auf. Das ist insofern bitter, weil das geht sehr, sehr langsam. Ja. Ja, das kannst du vergessen. Das ist überhaupt nichts für mich. Ich komme schon kaum klar, wenn ich unbegrenzt Munition habe. Ja, und dann sowas hier. Das ist. Nee. Wie soll man den Ding kleinkriegen ohne Munition? Da, jetzt muss ich warten und warten und warten. Nee, das ist ja gruselig. Nee, das ist nichts für mich. Ja, das war Vertex Blaster auf der Ouya. Ein schönes, kleines, arcadiges Actionspielchen. Sagt mir, wie es euch gefallen hat. Habt ihr vielleicht noch andere Verwandtschaften entdeckt, die ich jetzt nicht weiß? Schreibt es mir in die Kommentare, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert mich und bis zum nächsten Mal bleibe ich euer Alex. Ciao!